Ich würde gerne mit Ihnen noch auf ein anderes Thema blicken, und zwar der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin ist ja jetzt in seiner Heimatstadt St. Petersburg beerdigt worden, das Ganze aber im engsten Kreise und ohne Öffentlichkeit. Es gab einen massiven Polizeischutz. Russlands Präsident Putin war allerdings bei der Beerdigung nicht dabei. Prigoschins Privatjet war ja in der vergangenen Woche abgestürzt, und die Absturzursache, die ist noch immer nicht ganz geklärt. US-Geheimdienste gehen davon aus, dass das Flugzeug durch eine absichtlich herbeigeführte Explosion zum Absturz gebracht worden sei. Jetzt ist es eben interessant, dass jemand mit dem Status, den Prigoschin in Russland eigentlich hatte, so fast klammheimlich beerdigt worden ist. Wie schätzen Sie das ein? Welche Bedeutung hat es, dass vor allem auch Putin nicht dabei war, es keinerlei Ehren gab für Prigoschin? Und eigentlich ist diese Art der heimlichen Bestattung völlig abgeschirmt gegenüber Medien und anderen Beobachtern ein Verstoß gegen russisches Gesetz. Denn Prigoschin und andere dieser getöteten Wagner-Kämpfer haben den Status eines Helden Russlands, und sie dürften daher, oder sie haben Anspruch auf ein Begräbnis unter staatlicher Beteiligung mit militärischer Garde und ähnlichem mehr. Das ist alles nicht passiert. Und Putin hat sich nicht an diesem Begräbnis beteiligt, nicht, weil er nicht zynisch genug wäre, am Begräbnis eines Menschen teilzunehmen, den er töten ließ, sondern weil eine solche Teilnahme den Status von Prigoschin und der Wagner-Kämpfer noch stärker aufgewertet hat. Und die russische Führung muss ohnehin beobachten, dass Prigoschin noch immer Sympathie in der Bevölkerung genießt. Das sieht man in vielen russischen Städten, wo Leute eben Blumen und Kerzen niederlegen an bestimmten Stellen, um den Tod Prigoschins zu gedenken. Und das ist etwas, was die russische Führung nicht noch zusätzlich steigern möchte, indem Putin das Begräbnis aufwertet. Herr Professor Mangold, vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Sehr gerne. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.